Zum zweiten Mal innerhalb von 2 Jahren ist Papst Franziskus nach Ungarn gereist. Das Flugzeug des Oberhauptes der katholischen Kirche landete am Vormittag auf dem Flughafen von Budapest. Während seines 3-tägigen Besuches soll der russische Angriffskrieg in der Ukraine eines der bestimmenden Themen sein. Mehr als 1 Million Ukrainer haben UN-Angaben zufolge seit Beginn der russischen Invasion die Grenze zu Ungarn überquert. Kurz nach seiner Ankunft traf der Papst Ungarns Regierungschef Viktor Orbán. In dessen Beisein wandte sich der Papst in einer Rede gegen zunehmenden Nationalismus und rief zur Rückbesinnung auf den so wörtlich europäischen Geist auf. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg warnte der Papst vor pubertärer Kriegstreiberei. Der Ministerpräsident und das Oberhaupt der katholischen Kirche haben unterschiedliche Sichtweisen auf viele religiöse und gesellschaftliche Themen. Orbán bezeichnet sich als Verteidiger des christlichen Europas, wich aber schon häufig von den Botschaften des Papstes ab, etwa bei den Themen Migration oder Rechte von Homosexuellen. Auf der Reise sind 6 öffentliche Auftritte und ein großer Freiluftgottesdienst geplant. Der Papst will zudem ukrainische Geflüchtete treffen, sowie mit Jugendlichen und Vertretern aus dem akademischen und kulturellen Bereich sprechen.